Hallo, willkommen zum Euro Truck Simulator 2 im Together, aber nicht im Multiplayer, sondern im Singleplayer. Und dabei ist auch der Real Locutus. Jo, hallo Leute, bin auch wieder da. Ja, das ist unser zweiter Teil unserer Testaufnahme, wo wir euch ja gefragt haben, ob es euch eher gefällt, wenn wir so fahren, im Single, und wir tun nur so, als wenn wir zusammen fahren würden, oder ob ihr lieber im Multiplayer die Videos sehen wollt. Genau. Ich könnte es gerne in die Kommentare schreiben, was lieber seid. Darum geht es uns nämlich. Na gut. Was euch mehr interessiert. Dann fahren wir weiter, oder? Ja. Ich hab schon Gas gegeben. Ja, du hast du doch bist mehr... ja schon kurz vor deinem Ziel. Bei mir dauert es noch ein bisschen. So ungefähr, ja. So, jetzt muss ich schauen, dass ich da wieder auf die Autobahn rauskomme. Aber kommt gerade keiner. Fahren wir. Ich muss jetzt erstmal wieder von der Autobahn runter und ich glaube, ich habe dann Landstraße vor mir, oder? Mal gucken. Ist da weiter dann noch länger? Beschwer dich nicht, ich kann nichts dafür. Könntest schneller fahren? Das geht hier gerade nicht, weil die blockieren mich. Weil hier gab es gerade ein Schild mit 40 und die KI hält sich ja mittlerweile an die Geschwindigkeiten. Das ist richtig. Ja, aber ich finde auch die Map irgendwie interessanter. Ja. Ja, sie bietet halt mehr Abwechslung. Ich meine, ich will nicht sagen, oder SCS hat wirklich eine gute Map abgeliefert. Eine gute Standard-Map, die auch wirklich interessant ist. Aber wenn man die schon so befahren hat, so oft, wird es langsam ein bisschen monoton. Ich meine, das wird ja mit so einer Ersatzmap auch passieren, wenn du die in- und auswendig kennst. Aber da kommt halt öfter mal was Neues. SCS bringt halt fast nie was Neues. Das stimmt. Ja, bei ist SCS, leider wahr. Ja, bei SCS dauert halt viel zu lang, bis da mal wieder was Neues kommt. Das hat sich jetzt noch unverlangt. Ja. Hat's gekracht. Es hat gekracht. Schlecht. Da hat die KI so schnell konnte ich nicht mehr drauf reagieren. Ja, es ist doch ein bisschen Umstellung zwischen Multiplayer und Singleplayer. Ja, man muss doch sich erst wieder dran gewöhnen. Im Singleplayer ist das doch ein bisschen anders. Ja, sicher. Gut, man könnte jetzt auch sagen, ich war dem viel zu nah drauf. Ich hätte mehr Abstand halten können. Aber ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass der rüberfährt, aber dann auf einmal abbremst beim Rüberfahren. So, weil seine gehen. Spur war ja eigentlich frei. Hier für ihn ja, das ist. Ja, das ist die Unberechenbarkeit, die ab und zu die KI auch bietet. Ich meine, das macht halt den Spaß auch dabei aus. Ne, klar. Aber so. Ich persönlich finde es im Singleplayer interessant, es passiert mehr, du siehst mehr, du musst auf die andere KI aufpassen. Ja, es und man sieht, es kann trotzdem auch Unfälle geben. Ja, sicher. Aber die sind da nicht absichtlich durch andere hervorgerufen oder so, die ist dann halt durch die eigene Dummheit passiert. Das hast du jetzt und damit gesagt. Kann ich dann, ja gut, aber damit kann ich dann leben. Ja, klar. Im Ich muss ja keinen 5 Meter hinten drauf fahren. Eigentlich nicht, ne? Aber eigentlich ist das nicht meine Schuld. Das ist deine Schuld. Du hast gesagt, ich soll schneller fahren. Musst dich ja nicht dran halten, an das, was ich sage, oder? Wie, du bist doch mein Boss. Ach so? Ja. Auch wenn du mich im Landwirtschaftssimulator entlassen hast. Bin ich trotzdem dein Boss? Ja. Schon wieder eine Mautstation. Oh, ich habe eine schöne Brücke vor mir. Mit einer schönen Aussicht. Ja, ich fahre gerade in einem Tal. Also der Rest ist scheinbar Landstraße. 4 Euro. Na gut, das geht. Ja, sieht schön aus. Ja, 4 Euro ist ja fast geschenkt. Mhm.
80 und Überholverbot. Oh. Und oh, aufgehoben. Jetzt an die Grenze. An die Grenze, ich bin gerade in Italien. Ich fahre jetzt nach Polen rüber. Pass auf dein Hab und Gut auf. Immer diese komischen Vorurteile. Die werden mich schon nicht beklauen, weil ich bring den so eine Art Gabelstapler für Container, weiß ich, wie die Dinger jetzt wirklich heißen, und damit sie die Ware besser verschieben können, die sie sich besorgt haben. Deshalb werden sie mich jetzt in Ruhe lassen. Glaubst du? Und ich habe auch eine Mountstation. Ich fahre gerade die Serpentinen rauf. Hm, schön. Total schön, ja. Da sich dann mit trotz 600 PS anständig plagt. So schwer ist die Fracht doch gar nicht. Ah, da steht wieder einer. Hammer Panne. Kann der dort fotografieren? Oh. Das sind die kleinen Details. Ja. Die einem sonst immer fehlen. Richtig. So, mit 30 den Berg auf. Ja, ich glaube, deine Fahrt dauert länger als meine. 109 so, Kilometer noch. Boah, ich hol auf. Und was für ein Wetter hast du? Ist immer noch kein Regen? Sonnenschein, strahlender Sonnenschein. Ja, habe ich jetzt auch. Aber eigentlich müsstest du jetzt auch mal Regen haben. Ich weiß gar nicht, wo die Regenwahrscheinlichkeit steht in dem Profil. Ach so. Das ist ja nur profilabhängig, oder? Ja. Wie du das in dem Profil halt einstellst. Schöne Landschaft hier. Hm. Und hier, da war ein Bauer, der gerade Getreide eingefahren hat. Dem hätte ich ja jetzt, ich hätte ja hier anhalten können und dem helfen können. Hab ja Erfahrung jetzt mit. Ja, hätte ich nur fragen können, ob er Hilfe braucht. Ja. Ich bin ja jetzt arbeitslos, da du mich rausgeschmissen hast. Machst du so eine Urlaubreise gerade im Truck? Achso, jo. Ja, so kann es einem passieren. Gestern noch Bauer, heute Trucker. Ja. Warum nicht? Burschen, das ist ein 70er Schiff, wir fahren gerade 30. Oh, schön. Die wollen nicht, dass du zu früh ankommst. Wahrscheinlich. Ja, überholen kann ich nicht und erstens ein bisschen die Straße zu kurvig und zweitens bin ich nicht wirklich schneller. Bei mir ist auch lustig. Da kommt ein Schild, 110, ist erlaubt und dahinter kommt ein Bahnschild, scharfe Kurve. Ist vielleicht doch nicht so gescheit. Ja. Manchmal sind die Schilder etwas sinnfrei aufgestellt. Wieso? Und hier kommt eine Raststätte. Da gäbe es was zu essen. Aber es ist eine, ja doch, eine größere Raststätte. Ist hier wieder Hunger? Ja, natürlich. Wann habe ich das schon mal nicht? Auch wieder was. Außer wenn ich krank bin. Das ist auch und wieder ich meine jetzt nicht geistig krank. Das sind wir beide in gewisser Weise. Ja, stimmt. Wir reden mit einem Mikrofon, das vor uns steht. Ja. Und tun so, als wenn wir LKW fahren. Genau. Ah, den Golffahrer vielleicht, rechts, der überholt. Ja. Vielleicht in 50 Jahren oder in 100 Jahren wird die Menschheit zurückblicken und wird dann sagen, oh
guckt euch mal an, was die damals als Freizeitgestaltung gemacht haben, wie bescheuert. Gut möglich. Ja. Weil wenn die Technik sich so weiterentwickelt, wird man vielleicht 50 oder 100 Jahren in einem echten LKW sitzen, wie bei Enterprise auf so einem Holodeck oder so. Euro Truck Simulator 25. Ja. Mit echter Fahrerkabine und so was allem. Naja, als würdest du echt fahren. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie in die Richtung Entwicklung geht, weil guck ja an, heutzutage mit diesen Cyberbrillen und so, das ist ja eigentlich der erste Schritt in solche Richtungen. Oder schau dir hier bei so Unternehmen wie Lufthansa oder auch bei der Eisenbahn an, die haben ja heutzutage schon relativ gute Simulatoren, wo die Leute dran ausgebildet werden. Ja, sicher. Die sind zwar unbezahlbar für unser eins, aber es ist schon einiges möglich. Und wer weiß, wenn unsere Technik in den nächsten 100 Jahren genauso schnell weiter voranschreitet wie in den letzten 20 Jahren. Guckt euch Computerspiele vor 20 Jahren an. Ja, komm, kannst mit heutigen gar nicht vergleichen. Nee. Da hätte damals vor 20 Jahren, hätte dem heute erzählt, hier mit richtig 3D-Optik und sowas alles, die hätten gesagt, ja, nee, das ist nie möglich. Ja, eh nicht. Ist ja auch, also der technische Fortschritt, brauchst du nur das Internet anschauen. Ja. Damals 56K oder ISDN. Ja, was hat doch Bill Gates damals gesagt? Internet wird doch nie eine Rolle spielen oder ist keine Entwicklung, die irgendwie sehr stark den Computer oder so beeinflussen wird. Und heute möchte man gar nicht mehr ohne Internet, ehrlich gesagt. Ja, ging ja auch gar nicht mehr eigentlich. Nicht nur jetzt hier für unser einzelne Freizeitgestell, auch viele Firmen sind völlig auf Internet angewiesen, wie Banken oder sowas. Die ganzen Finanzabwicklungen laufen doch heutzutage nur noch übers Internet. Ja, sicher. Sag einmal, ist jetzt ein Witz, dass du jetzt damit 15 fährst. Ja, ich hoffe, ihr erkennt jetzt noch was im Video, weil es ist Nacht mittlerweile. Ach, bei dir ist Nacht? Ja, 20.27 Uhr. Ja, ja, gut, ich habe jetzt erst 14.33 Uhr, jetzt 33. Da bist du ja in etwa geschachtet um die Uhrzeit. Ja, so um 12 Uhr ist 12.01. Ja. Ja. Wenn man nichts erkennen sollte, müssen wir diesen heller Mod wieder reinnehmen, wenn das den Leuten dann zu dunkel ist. Dabei ist es noch nicht ganz dunkel, also es wird noch dunkler, Leute. Ja, ab 23 Uhr wird es richtig dunkel. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe bis 23 Uhr. Nö. Glaube ich also auch nicht. Sonst wird das ein Mammut-Video. Ja, 21 Uhr ist. Ich sehe mein Ziel vor Augen, 6 Kilometer noch. Ah. Ja, aber auch ich habe so noch 149 Kilometer. So wie man es da jetzt gerade gesehen hat bei mir, sowas hast du auf der Standardmap nicht. Gut, das Schild da oben hast du auch auf der Standardmap nicht. Ja, ich fahre gerade in Bereichen, wo die EU-Map nichts großartig umgestellt hat, aber man hat bei meinem Samstag-Video ja auch gesehen, was möglich ist auf der EU-Map. Mhm. Oder wenn man halt die TSM-Map nimmt, da ist ja noch viel mehr. Okay, da fehlen irgendwelche Texturen scheinbar. Ah. Ich habe rote Flecken auf der Straße. Ja, hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber gut, es ist ja schon eine neue Version da oder über Facebook schon runterladbar. Also? Ja, die 1.4.3. Okay. Müsste man sich dann auch noch runterladen, dann muss ich die noch ein bisschen bearbeiten.
Dann musst du es wieder schicken. Ja, genau. Falls ihr euch wundert, wieso die Lichter so anders ausschauen. Ich habe eine Relighting-Mod drin. Genau. Ich bewundere gerade die Aussicht hier. Ja, ich sehe nicht mehr hier. Viel. So, aber das Schöne ist wirklich am Singleplayer, du kannst hier rumfahren, ohne ganz Zeit im Rückspiegel zu schauen, ob irgendein Idiot entgegen hinter dir herkommt. Ja. Das ist schön. Und es ruckelt auch nicht. Ja. Meine FPS-Zahl liegt auch mal so bei 55 bis 60. Ja, ich habe mal den nicht eingeblendet. Oh, ich hab's eingeblendet, aber die wird nicht bei der Aufnahme mit einbezogen. So, Zürich-Silian geliefert. 448 Kilometer, Dauer 8 Stunden, 6 Minuten. Wow. Und bringt 12.000 Euro. Oh, das ist ja nicht gerade viel Geld. Ich habe auch erst 127.000. Ich habe etwas über 4 Millionen. Cheater. Und mein Fahrer äußert sich gerade mit einem Genanfall. Ja, bei mir ist glaube ich auch gleich soweit. Werde mal einen Parkplatz suchen. Oh, bin gerade am Parkplatz vorbei. Was sagt denn unsere Aufnahmelänge? 17 Minuten. Ja. Mal gucken, ob ich jetzt einen Parkplatz finde. Ja, kannst du noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, es sieht schon wieder nach Regen bei mir aus. Es verdunkelt sich am Horizont. Das ist nicht und gut. Und die Straße ist rappelvoll bei mir. Ja, bei mir auch. Und da ist eine Baustelle. Ah. Mit Baustellenampel, geil. Ja, ich hätte gerne noch dynamische Baustellen. Dass du nicht immer an derselben Stelle die Baustelle hast, sondern dass die wirklich dynamisch platziert wird. Mhm. Wieso habe ich jetzt die Route genommen? Sag's mir das. Geistigen Aussetzer? Ja, wahrscheinlich. Also bei mir käme jetzt ein Parkplatz. Ja, ich habe da vorne auch schon die Werkstatt. Gut. Oh, es ist das Licht angegangen in der Stadt. Und er geht schon wieder. Und ich fahre jetzt sicher, oder? Na klar, die Einfahrt ist doch da. Also ich glaube, die Einfahrt ist auf der anderen Seite. So, ich stehe. Ich noch nicht. Aber gleich. Gut. Dann drücke ich mal eben auf Schlafen, dann kann er schon mal schlafen. Und jetzt sind wir hier auch mitten in der Nacht. Jetzt habe ich dich von der Uhrzeit eingeholt. Also bei mir ist 21 Uhr. Ja, ich habe dich ja überholt. Bei mir ist 0 Uhr 43. Ja, nee, halt, stopp. Ich gucke auf die falsche Uhr. Ich bin jetzt das gar nicht mehr. 1 Uhr 46. Auf welche Uhr hast du jetzt geschaut? Ich hatte auf die blöde Uhr für voraussichtliche Ankunftszeit geschaut. Achso. Cool finde ich auch, dass da an der Werkstatt ein anderer Truck steht. Also nicht ja. Nur am Parkplatz, sondern wirklich vor der Einfahrt von der Werkstatt. Ja, hier am Parkplatz stehen auch PKWs und ja. Andere Trucks. Da drüben steht einer mit Licht. Ja. Meine sind alle am Schlafen. Schöne Map. Na gut, ich würde sagen, lassen wir es gut sein für heute. Ja. Ja, Leute, schreibt Kommentare, wenn ihr eine Meinung dazu habt, welches Format wir fortsetzen sollten oder vermehrt fortsetzen sollten. Das eine schließt das andere ja eigentlich auch nie aus. Genau. Aber was euch eigentlich lieber ist, eben den Multiplayer, einen richtigen Multiplayer oder dieses Pseudo-Multiplayer-Spiel, was wir jetzt gemacht haben. Ganz genau.
Lasst es uns in die Kommentare wissen. Und wir werden dann schauen, was wir machen. Vielleicht machen wir es auch abwechselnd. Mal schauen, wie es uns freut. Oder wie ihr, was ihr gern sehen wollt. Sagen wir so. Ja, ihr habt es in eurer Hand. Ihr dürft es gerne bestimmen, was euch lieber ist. In dem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch eine schöne Woche. Bis demnächst. Jo, ich sage auch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.